hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week mit dem deutschen Scorpion G. RBS 98 hat das Ganze hier gespielt. Und wichtig zu erwähnen, wir haben hier ein Low-Tier-Gefecht. Er ist auf Klippe und er ist hier mit 9ern und 10ern gematcht. Also von dem her nicht wirklich schön für ihn, aber macht uns natürlich am meisten Spaß, sowas hier zu sehen. Und deswegen schauen wir jetzt mal, wie er diesen Panzer jetzt hier positioniert und wie er den jetzt hier dementsprechend anpackt. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt gucken wir einfach mal und lassen uns ein wenig sozusagen überraschen. Ja, er geht erstmal hinter scheinbar auf die TD-Position, die sehr gerne und viel bespielt wird. Aber nicht ganz da hoch, wo ich es erwartet hätte. Also er bleibt da schon ein bisschen weiter vorne erstmal. Jetzt kommt er hier auf nichts drauf. Mal schauen, ob er jetzt hier einfach wartet und nichts macht oder ob er sich irgendwie nochmal positioniert. Oh, der Centurion, das könnte schon der erste werden, aber der ging ein Stück rechts daneben. Jetzt der Centurion, aber diesmal, da sitzt er auch. Und macht schon mal 454 Damage. Aber da ist noch ein langer Weg zu gehen, um es zum Replay of the Week zu packen. Und jetzt der gegnerische Scorpion G. Der bekommt sofort da mal eine mit. Badger da oben auf dem Hügel, aber noch nicht beschießbar. Und ja, wie soll es anders sein? Natürlich prallt er ab. Aber manche Runden entfalten ja sozusagen ihren Charme erst über eine gewisse Zeit. Bis dato 2 zu 6. 900 Damage, das ist so gesehen noch nicht wirklich dramatisch gut. Auch eine Niete. Aber diesmal, jetzt endlich seinen ersten Killshot und nochmal ein paar Damage-Punkte aufs Konto bekommen. Auch wichtig natürlich, langsam sich und sein Team zurückzuschießen. 3 zu 7 ist aber immer noch ein ordentliches Polster für den Gegner. Der Centurion, der wird so sein Nemesis aktuell. Jetzt aber, jetzt hat der Centurion nochmal eine kassiert. Hat er ihn sogar hingestellt. Oh, der T-57 Heavy wird da jetzt mutig, aber es steht auch schon 3 zu 10 für den Gegner. So, den T-57 Heavy jetzt nochmal hingestellt. Vielleicht kann das sogar jemand noch ein bisschen antizipieren. Aber nein, leider der T-57 wieder zu schnell zurück. 4 zu 11, vielleicht jetzt hier der Anschluss zum, ja, 5 zu 11 und dann auch jetzt 6 zu 11.
Der T-57 Heavy, der kratzt die ganze Zeit sein halbes Magazin immer raus, aber diesmal hat er wenigstens noch eine da mit auf den Weg bekommen. Ich spiele den Panzer mittlerweile übrigens auch sehr, sehr gerne. Das ist so einer meiner meistgespielten Premium-Panzer. Was ich halt so an dem schätze, ist halt einfach diese Agilität. Und jetzt wurde da ein bisschen was am Score geändert, denn der Gegner Badshot 25T ist verunfallt. IS-7 hat den Centurion rausgenommen, T-25-Pilot, den T-57 Heavy und er mit seinem letzten Schuss, den Scorpion, geht zum Brennen gebracht und damit auch rausgenommen. Jetzt aber muss er aufpassen, denn Jagdpanzer ist natürlich ein ordentlicher Brummer. Gott sei Dank achtet er nicht auf ihn, dementsprechend konnte ihm eine verpassen. Der Jagdpanzer aktuell nimmt ihn jetzt hier noch nicht so ganz für voll. Jetzt kommt er aber in seine Richtung, das war jetzt gut. Da wurde nämlich jetzt der Jagdpanzer vom Objekt zerstört, weil sonst wäre es ja in seine Richtung gegangen. Mittlerweile jetzt der Anschluss zum plötzlichen 11 zu 12, das hat sich dann gut gedreht. Und Ausgleich, 12 zu 12, jetzt ist es Crunch Time, Baby. 65T da im Cap, der Rott ebenfalls, schnellen Schuss, schnell platziert, doch mal den Brand. Der wurde zwar gelöscht, aber es waren trotzdem über 600 Damage. Jetzt macht er hier auch den 65T auf und zack, so schnell dreht sich eine Runde zum jetzt 14 zu 12 und zwischenzeitlich hat es ja mal desaströs ausgesehen. Jetzt gibt es noch den VK. Natürlich war er hier kein Aktivposten in dieser Runde. Muss man sagen, wie es ist. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, yo, er hat jetzt hier den Scout gemacht oder sonstiges, aber er hat den wichtigen Damage gemacht, nämlich 5600 davon an der Zahl. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ist dieser gegnerische VK zuletzt gespottet auf H8? IS-7 und er sind in die Richtung unterwegs. Das Objekt macht es sinnvoll aufzuteilen und schon mal den Cap zu pushen. Weil man weiß ja nie, der VK macht auf einmal auf blöd hier beide weg. Und so kann er wenigstens da noch ein bisschen was machen. Da ist der VK. Ist hier auf dem Weg weg von ihm. Aber hat jetzt natürlich mitbekommen, von wohin ihm da was passieren könnte. Dementsprechend achtet er jetzt hier auf ihn. Schwieriger Schuss, also knapp drüber geholzt. IS-7 bleibt hier aktiv. Fahrt auf ihn drauf. Und er will jetzt hier so ein bisschen circlen. Problem ist halt VK noch rappelvoll, aber sie können jetzt hier gleich die Position ausnutzen. Oh, jetzt ist auch noch der VK one-on-one gegen ihn hier. Bin ich gespannt, wie er dieses Problem jetzt löst, denn wenn der VK ein bisschen clever ist, einfach mal mit HE zwei Easy Peasy Snacks oder zwei AP Easy Peasy Snacks. Jetzt hat ihn der VK auf jeden Fall da nochmal eine gekostet. Jetzt bleibt nichts anderes über, als erstmal auf die untere Frontplatte zu gehen. Macht er jetzt auch, aber jetzt dürfte ihm sein letztes Stündchen schlagen. Aber nein, der kann da nochmal weg. Der VK kommt jetzt nicht runter, Gun Depression. Geht jetzt für das Vor... Oh, sehr gut gemacht. Schön das vordere Kettenrad jetzt beschossen. Damit kommt er jetzt hier nicht runter, Gun Depression. Und jetzt sollte er ihn hier ausschalten können. Ja, sehr schön. Die Runde bis dahin war eine vernünftige Runde. Aber den VK hat er nochmal outgeblayt und damit den klaren Sieg dann nach Hause gefahren. In Summe über 8100 Damage und 2097 Basiserfahrung. Hat mir sehr gut gefallen, besonders das Ende war ein starkes Finish von ihm und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn dem so ist, lasst einen Daumen da. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.